Missbrauch vorzubeugen oder zumindest zu reduzieren und um Opfer von Gewalt, auch Gewalt online zu unterstützen, von elektronischer Belästigung. Es wäre außerdem schön, Ungerechtigkeit und Unausgewogenheiten zu reduzieren. Neue Technologien sind eine Chance, unsere Lebensumstände zu verbessern, und sie können sehr viel Gutes erreichen. Dankeschön. Ich habe vergessen, mich festzustellen. Ich bin Elisabetta. Ich komme aus Italien. Und ich gehöre zu einer Forschungsgesellschaft, IMA, die im Bereich Cybersicherheit forscht. Wir machen noch ganz kurz weiter. Wir haben noch 30 Sekunden, denn in weniger als 5 Minuten geht es hier los. Guten Tag, ich heiße Münin Abba und vertrete hier die Zivilgesellschaft des Tschad. Eine Sorge habe ich. In Tschad ist es so, dass wir zwar Glasfaser haben, Entschuldigung, ich spreche Französisch. Ja, ja, wunderbar, kein Problem. Also, obwohl wir Glasfaser haben, ist es so, dass die Preise doch noch zu hoch sind und die Qualität zu schlecht. Das ist eine große Bremse für die neuen Technologien. Im Tschad ist es so, dass wir ebenfalls sehr viele Kontrollen haben. Es wird auch sehr viel abgeschöpft und die Preise sind eben deswegen so hoch. Ich möchte mich kurz fassen und mich noch kurz bedanken für die Einladung hierher. Vielen Dank. Bringing inputs from Chad. Let's go to my colleagues here on right, and those will be the last interventions. Okay. Hi all. I am Isaha from Chad. I am the general coordinator of Youth IGF Chad and representing the National IGF Chad in this forum. We organized our fourth edition of Youth IGF Chad this past 10 August and the fifth edition of National IGF on 9 September 2019, where we discussed about access to internet, why internet. Am 9. September 2019 auch unser fünftes nationales IGF. Es geht darum, wie man Multi-Stakeholder-Ansätze nutzen kann, um die Teilhabe zu verbessern. Ich habe im letzten Jahr dort teilgenommen und es ist wirklich eine Freude gewesen, mit jungen Menschen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, mit verschiedenen Hintergründen, denn sie alle hatten verschiedene Ideen und wollten uns weiterbringen. Und ich danke daher Deutschland für die Einladung und für die Unterstützung der Jugend-IGFs. Danke, Anja, für die Zusammenarbeit und die Unterstützung. Und wir arbeiten auch zusammen mit Joshua und seinen Mitarbeitern, um die afrikanischen Staaten zu unterstützen, die noch keine derartigen Initiativen haben, Jugendinitiativen. Und dafür hilft uns ihre Unterstützung sehr. Dankeschön. Es ist eine Ehre, Teil Ihres Teams zu sein und Ihres NRI. Und ich hoffe, diese Zusammenarbeit kann weiter bestehen. Jetzt noch ein letzter Kommentar, 20 Sekunden. Danke, Anja. Das Leitungskomitee in Ghana vertrete ich. Ich bin Kofi Asaf Aidu. Und wir hatten in diesem Jahr ein Jugend-EGF. Wir haben verschiedene Diskussionen gehört. Ich habe jetzt aber nicht genug Zeit, sie alle aufzuzählen. Bei neuen Technologien ging es uns vor allem darum, dass den Menschen die Angst genommen wird vor diesen neuen Technologien und dass sie lernen müssen, wie diese Technologien für sie nützlich sein können. Das nationale IGF von Ghana ist hier vertreten. Wir lernen sehr viel und wir sind bereit, mit Ihnen allen zusammenzuarbeiten für Fortschritte in der Zukunft. Dankeschön. Bitte kommen wir jetzt zur nächsten Folie.
Ich möchte jetzt nicht noch einmal zusammenfassen, aber noch eine weitere Information. Heute um 16.40 Uhr kommen wir zusammen für die Koordinationssitzung. Wir sprechen über die Nachhaltigkeit der NAIs und sprechen mit den internationalen Organisationen, die Geberorganisationen sind, um zu sehen, wie wir in Zukunft weiterarbeiten können und wie wir nachhaltig arbeiten können. Es geht jetzt hier weiter, und zwar umgehend. Und daher bitte ich Sie als Vertreter der NAI hier nach vorne zu kommen für ein gemeinsames Foto. Und dann sehen wir uns hoffentlich um 16.40 Uhr im Saal B. Danke, danke an Sie alle und auch an Liana, Tracy und Joshua und den Online-Teilnehmern. Dankeschön.